Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Lahn, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es wieder um ein Achievement, das wir einmal finden unter Berufe und dann für Zauberkunst. Und hier haben wir den Erfolg Geisterhaftes Spektakel und für dieses müssen wir Folgendes machen. Verwendet die folgenden Zepter des Spektakels, während ihr unter dem Einfluss des Spielzeugs geisterhafte Erscheinung steht. Und das sind insgesamt 5 Zepter, die wir haben. Die können wir uns einfach als Verzauberer selber herstellen. Also jetzt schauen wir mal. Das sind quasi die hier. Oder ihr könnt auch hergehen und die im Auktionshaus kaufen. Seht ihr, die sind teilweise für wenige Gold im Auktionshaus drin. Sind nicht sonderlich teuer. So, jetzt brauchen wir erstmal ein Spielzeug. Und zwar das Spielzeug haben wir hier, Geisterhafte Erscheinung. Hat insgesamt eine Stunde Abklingzeit. Und das bekommen wir aus dem, quasi aus dem Arati-Hochland der BFA-Version von einem Rare, und zwar Schreckliche Erscheinung schimpft sich der Rare. Und ich kann euch das mal zeigen. Ich habe mir den schon mal rausgesucht. Ich habe vor Urzeiten da auch schon einen Toy Guide zu gemacht. Und zwar die Schreckliche Erscheinung ist einmal hier im im Hordenlager und hier im Ali-Lager, je nachdem, wer die Warfront hat, ne? Und wer angegriffen wird. Das ist nicht in der Warfront an sich, sondern das ist in dem Außenbereich, wo man halt die Rares killen kann. Heißt, ihr müsst da auf BFA umstellen. Wenn ihr es auf Classic gestellt habt oder die Cataclysm-Version, dann könnt ihr es irgendwo hier bei Systormy quasi umstellen. Genau. So viel dazu. Also, Toy haben wir. Das setzen wir jetzt einmal ein. Und dann müssen wir jetzt jeden Stab einsetzen. Also, wir werden jetzt so ein bisschen austral, wie ihr seht. Übrigens, diese Stäbe haben Aufladungen. Ich, Depp, dachte, dass man jeweils 10 Stäbe braucht. Braucht ihr nicht. Ihr könnt es nämlich mehrmals einsetzen. So, das Toy hält jetzt hier übrigens eine halbe Stunde. Und jetzt können wir die Dinger quasi anlegen, einmal einsetzen. Und das machen wir jetzt halt 10-mal mit jedem Ding. Was macht denn das eigentlich? Das schießt irgend so eine Blase, ne? Ich habe mir die Dinger noch gar nie angeguckt. Ja, du kannst dann so eine Blase vor dir wegschießen. So, 2-mal müssen wir es noch. Also, Stab Nummer 1 haben wir. Dann nehmen wir jetzt den roten hier. Also ich vermute mal, ne, das müsste, achso, jetzt schießen wir da so eine Art Erde raus, okay, interessant. Also ich habe die Teile schon gesehen gehabt beim Herstellen, habe mich immer gefragt, was die können, habe es aber ehrlich gesagt nie ausprobiert. Aber hier, fürs Achievement sind sie jetzt mal sinnvoll. Gut, den haben wir auch, dann nehmen wir den grünen Stab. Ihr seht, zeitgleich habe ich diese Buffs von den Elementarzerschmettern drauf, das ist für ein anderes Achievement. Da muss man nämlich diese Buffs auch aufrechterhalten. Und ja, da bin ich so nebenbei noch dran. Bietet sich ganz gut an, das miteinander so ein bisschen zu kombinieren. So, den haben wir auch fertig, den grünen. Dann brauchen wir jetzt noch den hier. Also ich hoffe, es ist gemeint, dass man 10 Aufladungen verwenden muss und nicht quasi 10 Stäbe verbrauchen muss, weil dann könnte es tatsächlich eng werden mit der Zeit. Ne? Wenn man quasi 500 Aufladungen pro Ding raushauen müsste, wäre es eher eklig. So, dann haben wir jetzt noch den braunen. Den hatte ich, glaube ich, noch nicht benutzt. Dann gucken wir mal, ob es mit den Aufladungen klappt. Ich vermute ja. So, 44, 43, 42, 41 und da kommt sie, Chiefen. Okay, mehr ist es tatsächlich nicht. Und ja, macht nicht den gleichen Fehler und stellt euch von jedem Stab 10 her. Muss jetzt mal gucken, ob ich die Maha wieder loswerde. Naja, ist auf jeden Fall Lehrgeld. Ich sag's mal so. Gut, das war's dann eigentlich so mit dem Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten wieder reinschauen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.